Kurt Dörr ist 88 Jahre alt, hat ein Alphorn und ein Problem. Denn Kurt Dörr besitzt so einen kleinen Pfad, den nennt man im Pfälzischen Raul. Sein Raul ist zwar schmal, macht aber jede Menge Arbeit und er kostet. Denn der Weg muss sicher sein und gepflegt. Und da habe ich das auch erzählt mit dem Raul, was ich alles für Kosten hatte. Und da sagt einer, ja, mach doch, nimm doch Wegezoll. Hoch, denke ich, das ist ja eine gute Idee, das ist eine schöne Schnapsidee. Und so kam das. Und da habe ich dann das, denke ich, das mache ich wirklich. Ja. Für ihn logisch, denn der Raul verkürzt den Weg in die Mitte von Odenbach doch sehr. Naja, und die 10 Cent, die hat man schon mal in der Tasche. Aber Geld hat ja noch nie jemand für den Raul genommen. Ich habe das vom Großvater übernommen. Der Großvater hat es vom Urgroßvater. Der Urgroßvater, wo der es her hat, weiß ich nicht. Und jetzt hat es eben Kurt Dörr an der Backe in der dritten Generation. 800 Euro Rente hat er im Monat nicht gerade viel. Ein bisschen Unterstützung könnte er von der Gemeinde gebrauchen, aber die sagt, das ist sein Eigentum. Soll er doch mal machen. Das Gelände habe ich gemacht, dass die Leute sich halten können. Die Stufen waren so ausgedreht. So. Macht er. Auch mit 88 Jahren hält er den Weg in Schuss. Also die Gemeinde hat hier noch nichts investiert, ne? Die Bürgermeisterin von Odenbach haben wir natürlich dazu befragt, aber vor der Kamera wollte sie dazu nichts sagen. Es ist kein Geld da und da habe ich gesagt, wenn ich das Licht dann ausmache, dann mache ich das Licht ganz aus. Und dann haben sie gesagt, dann sperre mir den Raul. Das war die Antwort. Oder haben dann ein Schild hingemacht auf eigene Gefahr. Ich finde, das ist auf eigene Gefahr. Ich finde es nicht gut. Das Verhalten ist nicht gut. Sagt der Mann, der sich immer gerne und viel gesellschaftlich engagiert hat, zum Beispiel als Leiter des Jugendblasorchesters Odenbach. Damit sich endlich was tut, hat Kurt Dörr jetzt eine Entscheidung getroffen. Das ist ja ein Problem, ist ja jetzt gelöst. Wird durchleuchtet die ganze Nacht und ich mache das auch nicht aus. Solange das in meinem Besitz ist, bleibt das jetzt an. Da ist es mir egal, was das kostet, ob die Gemeinde was gibt oder nicht. So ist die Aktion mit dem Wegezoll natürlich symbolisch. Aber Kurt Dörr zieht sie durch. Mir ist es egal, wissen Sie. Mir ist es egal. Wenn Sie mal ein gewisses Alter haben, und dann entschuldigt sich ja das dadurch auch den kann man sowieso nicht ernst nehmen. Und mir ist das egal, was die Leute sagen. Ich tue Gutes und scheue niemand. Fertig, so nach dem Motto. Ja. Das ist mir wurscht. Und so behalten die Odenbacher auch weiterhin ihr kleines Wegerecht. Und das dank Kurt Dörr. Der Raul bleibt geöffnet.